Unsere Coco zittert. Zum einen, weil sie jetzt kalte Wurst im Bauch hat. Also nicht frisch aus dem Kühlschrank, aber doch. Ja, kühl. Und weil es hier im Zimmer richtig kalt ist. Aber nur wegen 20 Minuten einheizen. Das braucht's nicht. Und wenn wir draußen gehen, ist es noch viel kälter. Also gewöhn dich dran.
Ja, hallo. Ja, hallo, Henry. Und hallo, Coco. Ja, und die Maddie. Du bist ein schlimmes Weib. Du bist nicht ganz reingegangen. Das hat sie nicht müssen, weil dadurch, dass sie recht groß ist, hat sie von der Position aus genügend Wurst erwischt. Und so ist sie satt geworden, ohne dass sie ganz rein musste. Cleveres Kerlchen. So, ich glaube, die sagen, wir sind fertig. Die sagen, meine Schuhe sind wärmer wie der Boden. Und ich sage, nein, bei mir wird nicht hochgeklettert. Wenn ich die Füße noch etwas weiter schräg stelle, Coco versucht das so schon, dann klettern die bis zu mir rauf. Und wenn sie dann kurz unterhalb vom Knie runterfallen, das kann richtig böse wehtun. Also lassen wir das lieber bleiben. Gell? Sagst du auch? Dir auch kalt? Mir auch. Wir gehen jetzt gleich rüber und dann lassen wir die Großen rein. Damit die aufräumen können. Na, zwack dich dein Popo. Hat gerade da hinten ein Häufchen gesetzt. Schönes Häufchen. Und manchmal zwackt dann der Hintern. Und dann tun Hunde etwas, das nennt sich Schlittenfahren. Die rutschen dann einfach mit dem Popo auf dem Boden rum. Nicht da in dem Häufchen rumtanzen! Genau, tanzt lieber hier. Also, dann gehen wir hinüber, nicht mehr auf, hinüber. Denn für alle, die sich unsicher sind, das hier ist kein Kellerraum, das ist Erdgeschoss. Und für alle, die schon mal bei uns waren, wissen, das ist unser Besucherzimmer. Da kommt man bis auf eine Stufe ebenerdig vom Hof herein. Trotzdem ist es kalt. Wobei, vielleicht Kellerräume wären vielleicht wärmer. So, Kinder, machen wir Schluss.